Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Koran, Sure 9, Vers 29. Noch ist der Tag des jüngsten Gerichts weit. Razzia am vergangenen Donnerstag in 5 Bundesländern. Allein in Berlin durchsucht die Polizei 13 Objekte. Es geht gegen Unterstützer der Terrororganisation Hamas und die Bewegung Samidun, ein Unterstützernetzwerk für palästinensische Gefangene. In einem Mietshaus in einem Außenbezirk von Berlin wohnt einer der Beschuldigten. Was haben Sie denn da gefunden? Es ist Said Abdul Nasser, Sprecher von Samidun. In Israel steht die Organisation auf der Terrorliste. Der Mann steht hinter der Tür. Quentin, Spiegel TV, was sagen Sie denn zu den Vorwürfen? Auf einer Demo in Duisburg, kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit 1200 Toten, hat er noch geredet, positionierte sich klar. Ich bin Mitglied von Samidun. Sie vergessen, dass wir die Nachfahren von Al-Qassam sind. Die Al-Qassam-Brigaden gehören zu Hamas, spielen bei dem Terrorangriff auf Israel eine zentrale Rolle. Wir sind Brüder und Kinder dieser Märtyrer. Abdul Nasser lebt als Flüchtling in Deutschland. Polizei und Verfassungsschutz sind im Auftrag des Bundesinnenministeriums unterwegs. Dienstherrin ist Nancy Faeser. Ich bin froh, dass unser Rechtsstaat so stark handelt, nachdem ich vor 3 Wochen das Verbot ausgesprochen habe, das Betätigungsverbot gegen die Hamas und das Vereinsverbot gegen Samidun Deutschland. Die Durchsuchung nicht ein bisschen zu spät? Ich meine, normalerweise durchsucht man erst und dann verbietet man. In diesem, Sie haben recht, dass das normalerweise der gangbare Weg ist. Jetzt haben wir es hier aber mit einer Besonderheit zu tun. Die Hamas ist seit 2003 bereits verboten, weil Terror gelistet. Also es ist kein klassisches Vereinsverbot, wie wir es sonst kennen. Dabei hatte die Ministerin nur Verbote umgesetzt, die Kanzler Scholz zuvor schon öffentlich angekündigt hatte. So blieb Hamas-Unterstützern und Samidun genügend Zeit, um Beweismaterial vor den Razzien verschwinden zu lassen. Sicherheitsbehörden und auch NRW-Innenminister Reul staunen über das Vorgehen. Normalerweise machen wir es anders. Wir greifen erst zu und dann verbieten wir gleichzeitig. Jetzt war es andersrum. Jetzt war es erst die Ankündigung, dann das Verbot und dann die Durchsuchung. Blutet da das Herz des Ministers? Bei mir blutet überhaupt nichts. Kein Wunder, bei Reul läuft das anders. Zurück nach Berlin. In diesem Haus wird die Wohnung des syrischen Flüchtlings Musab Abu Atta, 26, durchsucht. Spiegel TV ist exklusiv vor Ort. Haben Sie was Interessantes gefunden? Atta, vorbestraft wegen Körperverletzung, kam 2015 nach Deutschland, stellte einen Asylantrag, der abgelehnt wurde. Hass ist sein Geschäft. Der Tag, an dem die Hamas in Israel Kinder, Frauen und Männer ermordet, ist für die Samidun-Anhänger Grund zur Freude. Obwohl die Terroristen Kinder erschießen, Frauen vergewaltigen, einer sogar bei lebendigem Leib eine Brust abschneiden. In Neukölln feiert Samidun den Angriff, postet Fotos auf Instagram. Zitat: Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin zur Feier des Sieges des Widerstands. 2 Tage später ist Atta wieder mit von der Partie, feiert den Hamas-Terror auf Neuköllns Straßen und wird festgenommen. Dieses Video, das auf Twitter kursiert, zeigt seine Verhaftung. Der Überfall der Hamas ist eine Zeitenwende, auch für Deutschland. Plötzlich rücken Gruppen ins öffentliche Bewusstsein, die vorher nur Experten kannten. Gruppen wie die Generation Islam oder Muslim Interaktiv. Über die sozialen Medien führen sie einen Propagandakrieg gegen den Westen, gegen die Ungläubigen, gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben. Morgen ist die Zukunft. Und die Zukunft gehört Allah. Die Zukunft gehört dem Islam. Und die Zukunft gehört dem Koran.
Vorbeter Rahim Boateng ist übrigens Deutscher. Abschiebung unmöglich. Die islamistische Szene beobachtet Ahmad Mansur seit Jahren. Er leitet Projekte gegen Radikalisierung und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Das ist Salafismus, das ist Islamismus in HD-Formen, auf Jugendsprache, auf Hochdeutsch übrigens, dargestellt auf eine super professionelle Art und Weise in sozialen Medien innerhalb von 1-2 Minuten. Einfache Rhetorik, schwarz-weiß Bilder, Geschlechtertrennung, Exklusivitätsanspruch, Zugehörigkeit zu einer Elite. All das, was eigentlich immer auch die Salafisten die letzten Jahre offline gemacht haben. Nicht nur der Islam gehört zu Deutschland, auch der radikale Islamismus macht sich hierzulande immer mehr breit. So demonstrieren in Essen kurz nach dem Überfall der Hamas Islamisten. Auf Fahnen das Glaubensbekenntnis. Das Neue an der Essener Demonstration ist eigentlich nur, dass diejenigen, die aus dem wirklich politischen Islamismus kommen oder religiösen Islamismus kommen, dass da Salafisten unterwegs sind, die bisher so nicht in Erscheinung getreten sind. Nach Artikel 8 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Da ist ja eine Mischpoke unterwegs von unterschiedlichsten Menschenströmungen, Meinungen, Zielen. Aber sind alle in einer Sache einig, antisemitisch. Wie eine Art Flashmob tauchen Ende Oktober mehrere hundert Männer an zwei Sonntagabenden auf dem Berliner Alexanderplatz auf. Es geht um Palästina und die Vernichtung Israels. Via TikTok läuft ein Livestream. Ach, geht's nicht, wir wollen jetzt beten. Es geht um sichtbar zu machen, mit einer islamistischen Identität sichtbar zu werden. Es geht um Machtdemonstration. Es geht um Anspruch, sichtbarer in dieser Gesellschaft mit dieser islamistischen Agenda zu sein. Und übrigens mit Erfolg. Redner ist Ahmad Tamim, 39, von der Generation Islam. Ziel der Truppe, das Kalifat und die Scharia. Die Bundesrepublik und alle anderen demokratischen Staaten sollen vernichtet werden. Wollen wir Muslime das Unrecht in Palästin also beenden, müssen wir uns dieser Vasallenherrschaften entledigen. Sie sind es nämlich, die das Staatsgebilde Israel beschützen und fördern. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind derzeit besonders wachsam, denn die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist seit dem Hamas-Angriff rapide gestiegen. Dazu kommen islamistische Gefährder, Männer wie der 29-jährige Tariq Sherif aus Duisburg. Ende Oktober rückt ein Spezialeinsatzkommando bei ihm an. Rund 50 Polizisten stürmen seine Wohnung, nehmen ihn fest. Es geht um den Verdacht der Verabredung zu einem Verbrechen. Heute Nachmittag sind bei der Polizei Hinweise auf ein mögliches Anschlagsszenario eingegangen. Es hat eine Wohnungsdurchsuchung gegeben. Bei der Wohnungsdurchsuchung haben die Einsatzkräfte auch einen Mann in Gewahrsam genommen. Den entscheidenden Hinweis bekamen die Ermittler vom marokkanischen Geheimdienst. Als Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und Palästina soll der vorbestrafte Islamist einen Anschlag geplant haben. Angriffsziel, so die Ermittlungen, eine Pro-Israel-Demo. Dabei nahm sich der junge Mann möglicherweise das Attentat von Nizza zum Vorbild. 2016 raste hier ein Terrorist mit einem LKW in ein Volksfest und tötete 86 Menschen. Auch Tariq Sherif soll Zugang zu einem LKW gehabt haben. Rechtsanwalt Mutlu Günal betreut den verhafteten Islamisten schon seit Jahren. Er ist natürlich hafterfahren, das haut ihn jetzt nicht unbedingt vom Stuhl. Die Vorwürfe, die sind für ihn sehr verletzend. Er weiß nicht, woher das kommt. Aber wir sind froh und mutig, dass diese Haftsituation nicht mehr lange andauert. Dabei ist Sherif der Prototyp eines Gefährders. Seinen Weg zum Islam findet er in einer ganz normalen Moschee in Bielefeld. Amin Alich ist damals schon in der Moschee tätig, kennt Tariq Sherif. Aus der Gemeinde, wo ich komme, ist das ein sehr liberaler Islamverständnis, ein Islam der Mitte, das, was man machen sollte. Und ihm war das zu liberal. Alles, was der Imam sagte, war falsch, nicht gut genug. Und dann hat er sich distanziert. Es kommt zum Bruch.
Scherif sucht nun die Nähe zu bekannten Islamistengrößen wie dem Salafistenprediger Pierre Vogel. Spiegel TV filmt ihn 2013. Dass es keine wahre Gottheit gibt, außer Allah, dem allmächtigen Gott. Scherif ist damals im Publikum. Ich glaube, wenn man sich die Lage in den anderen Ländern betrachtet, dann weiß man ganz genau, was das auf sich hat. Kurze Zeit später schließt sich Scherif dem Islamischen Staat an. Kampfname Osama al-Almani, Osama der Deutsche. Er tritt in Propagandavideos auf. Meine geehrten Geschwister im Islam, er kommt inshallah zum Boden der Erde und sucht die Schahada. 2016 kehrt Scherif unerwartet zurück nach Deutschland und wird festgenommen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt ihn ein Jahr später zu 5 Jahren Haft. Unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Auf Anordnung des Richters muss der Rückkehrer damals unkenntlich gemacht werden, wegen der Resozialisierung. Im Gefängnis nimmt er am sogenannten Aussteigerprogramm Islamismus, kurz API, teil. Mit positivem Verlauf, zumindest anfangs. Ich weiß ja, dass er im Aussteigerprogramm war und ich wusste, dass das wohl mit Erfolg abgeschlossen worden ist. Ich habe immer gehofft, hoffentlich hat es auch funktioniert. Eine Fehleinschätzung, die sich eigentlich schon zu Haftzeiten abzeichnete. So heißt es später im Polizeivermerk. Dass Scherif lediglich in Gesprächen mit dem Personal des Aussteigerprogramms Islamismus das Bild des geläuterten Islamisten zeigt. Immer wenn er sich nicht beobachtet fühlt, zeigt sich ein ganz anderes Bild, nämlich das eines predigenden islamistischen IS-Anhängers. Für die Sicherheitsbehörden in NRW ist Scherif eine tickende Zeitbombe mit hohem Betreuungsaufwand. Wir waren ja positiv gestimmt, dass man ihn auch integrieren kann. Und da waren auch gute Ergebnisse zu sehen, auch gute Verhaltensweisen zu sehen. Und trotzdem gab es dann irgendwann einen Punkt, wo es wieder umgeschlagen ist. Also das war so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man so will. Die Situation in Gaza ist derzeit auch immer wieder Thema bei Demonstrationen wie hier in Berlin. Angemeldet von einem TikTok-Influencer mit über 600.000 Followern soll heute ein Schweigemarsch stattfinden. Auch Israel ist Thema. Sag, was du willst. Noch schlimmer kann nicht werden. Sag deine Meinung, ist scheißegal. Die sind uns vergessen wie die Juden damals. Ja, hast du recht. Weißt du? Holocaust 2.0. Ja. Wir fielen auch mit Rot her in Deutschland. Auf Nachfragen reagieren die meisten nicht oder hysterisch. Verurteilen Sie denn den Überfall? Ihr seid Betrüger, geht ihr weg! Verurteilen Sie den Überfall Israel! Nein, scheiß Betrüger, Alter! Seit 1945 begann die Hamas. Aber die Hamas hat doch die Leute überfallen in Israel. Scheiß auf Israel, Alter! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Lasst euch nicht betrügen! Lasst euch nicht betrügen! Kein Wort mit den Medien reden! Keiner! Hass auf Medien überall. Wahrscheinlich gucken die wenigsten von ihnen Tagesschau und RTL aktuell. Das sind Menschen, die ihre Informationen einseitig beziehen, meistens aus TikTok und Instagram. Sie sehen nur Israel als Aggressor und die Palästinenser als Opfer. Und wenn sie dann andere Bilder sehen, zum Beispiel die grauen Taten, der barbarische Angriff von Hamas am 7. Oktober, dann entsteht eine Art von kognitiver Dissonanz. Mein Weltbild wird angegriffen und wer ist der Verursacher? Die Medien. Hauptredner ist Jürgen Todenhöfer. Früher saß er für die CDU im Bundestag, verharmloste später den IS und irrlichtert heute durch die islamische Welt. Mohammed, der große Prophet des großen Islam, hat die Tötung von Zivilisten in allen Kriegen immer verurteilt. Die Tötung von Zivilisten ist unislamisch. Und das sage ich auch in Richtung von Hamas. Doch keine Hand rührt sich, als es gegen die Hamas geht. Wenig überraschend. Der Rechtsstaat ist aufgewacht, so scheint es. Auch am Donnerstag, Mitte November. Razzia im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Ziel des Einsatzes, das Islamische Zentrum Hamburg, IZH, auch bekannt als Blaue Moschee.
Was erwarten Sie drin? Insgesamt sind es 32 Objekte, die durchsucht werden. Das Islamische Zentrum gilt bei den Behörden als extremistisch und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Stellvertreter des Imams trifft ein. Lass uns verschlüsseln. Wir hatten mir einen Schlüssel überreicht. Ja. Steigen Sie bitte einmal aus, ja? Sie gehen einmal kurz mit und dann öffnen Sie einmal die Tür, ja? Immer wieder konnte Mitgliedern der Moschee eine Nähe zur Terrororganisation Hisbollah nachgewiesen werden. Können Sie die Razzia nachvollziehen? Okay. Kommen Sie bitte. Danke für den Razzien. Einmal bitte beiseite. Die Moschee gilt als ein Außenposten des Mullah-Regimes. Der Moschee wird ja vorgeworfen, starke Kontakte zum Iran zu pflegen. Können Sie dazu was sagen? Erfolgreicher sind derweil die Beamten. In der Bibliothek sichern sie einen tonnenschweren Tresor. Außerdem beschlagnahmen sie Handys, Laptops sowie fast 400.000 Euro. Bar. Durch einen Seiteneingang kommt der Imam. Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht ist Mohammad Hadi Mufati fester Bestandteil der staatlich-religiösen Elite des Irans, soll als Revolutionswächter gedient haben. Doch erst jetzt könnte das IZH verboten werden. Seitdem ich in diesem Bereich arbeite, seit 2010, 11, ist das ein Thema. Und das wird immer wieder angesprochen und immer wieder wird das irgendwie im Namen von Toleranz und ja, wir gehen auf die Muslime zu und so weiter, komplett ignoriert, auf die höchsten Ebene. Im Amtsgericht Hamburg findet man die Akte des eingetragenen Vereins. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, geht es um die religiösen Pflichten der in Europa lebenden Muslime. Die Mitglieder kommen fast alle aus dem Iran. Formal sind sie wegen des drohenden Verbots Beteiligte in einem Verwaltungsverfahren, wie zum Beispiel ein Teppichhändler im Hamburger Norden. Auch bei ihm wurde durchsucht. Schönen guten Tag, Herr Adrian Altmaier von Spiegel TV. Was sagen Sie denn zu den Durchsuchungen heute? Huschang, du brauchst ja nichts zu sagen. Ja. Es sollen ja Terroristen unterstützt werden aus dieser Moschee heraus. Von euch? Nee, von der Moschee. Ach so, ich dachte von euch. Nein, danke. Aber wieso erlauben Sie sich das, überhaupt sowas zu sagen? Diese heutige Razzia. Sind Sie Experte diese heutige für sowas, Razzia, die Terroristen zu unterstützen? Ja, der Verfassungsschutz sagt das ja auch. Ne? Bitte? Der Verfassungsschutz sagt das ja auch. Sagt es, aber die haben berechtigt, aber ihr nicht. So, bitteschön. Die Frage bitte bleibt schön, ja trotzdem bitte gleich. Raus. Was sagen raus Sie denn mit zu euch? Nein, nee, gar nicht. Bitte raus. Bitte raus. Bitte nicht. Keine Antwort. Raus mit euch, bitte. In 7 Bundesländern laufen an diesem Morgen Durchsuchungen. Das Islamische Zentrum Hamburg erklärt, dass man jegliche Form von Gewalt und Extremismus verurteilt und sich stets für Frieden, Toleranz und den interreligiösen Dialog eingesetzt habe.